Ich habe heute etwas Unglaubliches erlebt. Obwohl ich ja verstandesmäßig und von meinen Philosophien und von meinen Einstellungen und von meinen Gedanken über den Dingen stehen sollte, was ich natürlich nicht tue, weil, wie wir alle wissen, bin ich konditioniert, bin ich sozialisiert und das leider nicht im positiven Sinne, sondern tief in mir drin, da wohnt der alte Faschist, der alte Teufel, die alte Dumpfbacke der Vollpfosten und macht sich immer wieder breit. Und will gegen meinen Verstand, gegen meine Einsichten, gegen meine dazu gewonnene, schwer erarbeitete Lebenserfahrung anstänkern. Und dann ist für mich nichts, aber auch gar nichts frustrierender, wie wenn ich auf einen Menschen treffe, der völlig zu Unrecht als Folge eines völlig kaputten Systems Macht über mich bekommt. Und diese Macht ohne Ende missbraucht. Ohne zu überlegen, was für einen Schaden das er anrichtet, was für einen immensen Schaden, der gar nicht geistig in der Lage ist, überhaupt zu erfassen, wem er alles schadet. Und da kann ich mich ja zurücknehmen, da war ich noch der, ach komm, pfeif drauf, was soll's, armer Kerl, kein Hirn. Und dann die Möglichkeit mal der King zu sein, in einer Uniform, als Security-Mensch. Und dann mal das Recht zu beugen und dann mal, wenn der Chef kommt und sagt, nein, das darfst du nicht, das steht dir nicht zu, sagen, wenn der Chef weg ist, mache ich es trotzdem. Rache. Dem werde ich es zeigen, diesem aufgeblasenen Superschlauen. Dem werde ich zeigen, dass ich hier jetzt mal für ein paar Minuten oder Stunden das Zepter in der Hand habe. Nichts macht mich so frustig, als wenn ich mein ganzes Lebenswerk der Aufgabe widme, herauszukriegen, warum Menschen Böses tun und mich mit der ganzen Welt darüber streite, dass nicht die Menschen dran schuld sind, sondern wir alle, weil es uns einfach nicht gelingt, diese Menschen zu formen. Diese Menschen in unsere Mitte zu nehmen, den Menschen genügend Liebe mitzugeben, Wärme, Geborgenheit, die Menschen so aufwachsen zu lassen, dass was Anständiges aus ihnen wird. Und zwar nicht anständig im Sinne von deutscher Michel oder Beamter oder weißt schon. Sondern ein Mensch, der sich selber gefunden hat, der den Weg zu seinem eigenen Glück gefunden hat, dem es gelingt, glücklich zu sein, ohne dass er der Gesellschaft auf den Wecker geht. Nicht auf Kosten vom Rest der Welt. Da versuche ich da, diese Theorien zu entwickeln, und habe Streit mit den besten Kumpels, weil die sagen, nee. Am Ende ist ja doch der Mensch irgendwie schon ein ganz klein wenig für das, was er tut, auch verantwortlich. Und wenn er Böses tut, dann ist er böse und dann gehört er auch ins Gefängnis oder noch mehr. Und ich sage, nein, so geht das nicht. Und dann kommt so einer, dem mein ganzes Lebenswerk gehört, für den ich mich rumgestritten habe, für den ich diskutiert habe, für den ich mich zum Hampel gemacht habe,
und stellt sich hin, völlig hohl in der Birne. Aber warum? Wir sind schuld. In seiner kleinen, kleingeistigen Welt, in die er hineingedrängt wurde, hineinkonditioniert, hineinsozialisiert, sieht er keine andere Möglichkeit, sich zu entfalten, als er geht trainieren, schafft sich Muskeln an, bewirbt sich beim Security-Unternehmen, wird in eine Uniform gesteckt und ist ab sofort mächtig. Kann über andere Menschen bestimmen, denen Befehle erteilen. Unter Umständen sogar unter dem Vorwand von Notwehr oder Abwehr von irgendwelchen Gewalttaten selber Gewalt ausüben. Und so eine Begegnung hatte ich gestern. Das macht so frustig, das macht so frustig. Es ist alles kein Thema. Ihr könnt nichts dafür. Nichts für eure Dummheit, nichts für eure mangelnden Begabungen. Ich bin ja auch nicht viel schlauer als ihr und auch nicht viel begabter. Aber tut mir halt einfach einen Gefallen. Geht mir aus dem Weg. Bremst mich nicht aus. Stoppt mich nicht. Wenn ich dabei bin, das, was ihr nicht leisten könnt, was aber irgendjemand leisten muss, nämlich die Glücklichen, die ein bisschen Kreativität haben, die ein bisschen Engagement haben, die sich ein bisschen aufopfern wollen. Wenn er die dann noch bremst, ausbremst, so fürchterlich gnadenlos ausbremst, so ohne jede Menschlichkeit, ohne jedes Nachdenken, ohne jedes Verantwortungsbewusstsein. Einfach wie ein wild gewordener Affe, wie ein Hexenjäger, für ein riesengroßes Arschloch. Du siehst, ich kann auch emotional. Das sind die zwei Persönlichkeiten des DJ Dandy Stoney und des kaputtgemachten Kranken. Wilfried, Liebe. Und er verabschiedet sich. Das ist ein schräges Video, oder? Emotion pur und alles auf den Kopf gestellt, was je zuvor gedacht und gesagt wurde.